Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, ich bin hier heute mal in einem Hotel und möchte gerne Fernsehen gucken, nur leider, ja, hat die Fernbedienung hier scheinbar den Geist aufgegeben. Aber das ist kein Problem, man kann das auch mit dem Handy machen und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Und zwar braucht ihr einfach nur die richtige App dafür. Ich habe die bereits hier bei mir installiert, die nennt sich Peel Smart Remote TV Guide. Ich habe die im Play Store heruntergeladen. So schaut die App dann aus, wenn sie geöffnet ist. Ich habe jetzt hier schon zwei Fernseher hinterlegt, das sind meine zu Hause. Jetzt hinterlege ich auch den hier im Hotel, dafür sage ich einfach die Plus-Taste drücken. Dann gebe ich hier TV ein. Jetzt lädt er ein wenig. So, er hat fertig geladen. Dann wähle ich hier den Hersteller aus. Ich sage hier unten weiter. Und nun sagt er, ich soll so lange die Taste hier drücken, bis das Gerät angeht. Also das ist jetzt die erste Möglichkeit. Sollte es nicht angehen, werde ich aufgefordert, das mit einer zweiten Möglichkeit zu versuchen. Ich drücke jetzt einfach mal hier die Taste und schaue, ob das angeht. Jetzt fragt er mich, angegangen, ja, nein. Aber man hört schon, da ist was angegangen, also sage ich ja. Und ihr seht, ja, gleich müsst ihr im Bild kommen. Und jetzt schalte ich hier mal das Programm weiter. Und es funktioniert einwandfrei. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Paverick.